Wir sind die Pixel Leaks und ich sitze heute hier mit der Theresa Zertani. Guten Tag. Hallo. Sie ist die Sprecherin der Biene Maya von dem Film Die Biene Maya, die Honigspiele. Und so ein Animationsfilm, das läuft ja ganz anders ab als so ein normaler Film. Normalerweise wird das ja alles aufgenommen mit einer Kamera. Wie ist das denn so der Ablauf als Synchronsprecherin? Also man sitzt in einem Studio oder steht und dann spricht man in ein Mikro rein. Und vorher kann man sich halt noch ansehen, wie das im Originalen so ist, also wie die Biene Maya sich verhält. Und man sieht halt das Bild, aber auch immer nur die Ausschnitte, die man jetzt gerade dafür spricht. Und ist man da alleine im Studio oder hast du da zu jemandem gesprochen? Also ich bin als Sprecherin alleine. Es gibt natürlich halt auch noch den Regisseur, den Tonmeister und den Cutter oder die Cutterin. Und der Cutter oder die Cutterin sitzt mit mir in einem Zimmer und der Regisseur und der Tonmeister, die sitzen in einem separaten Zimmer. Ist das trotzdem merkwürdig, so als Synchronsprecherin so alleine zu sprechen? Also für mich ist es nicht merkwürdig, weil das für mich halt ganz normal ist und ich das sehr oft mache und deswegen, ja. Dein wievielter Job als Synchronsprecherin ist das denn jetzt? Das weiß ich gar nicht. Also ich hatte schon relativ viele. Ich mache das jetzt seit 5 Jahren und ja. Könntest du uns denn mal vorsprechen, wie du so als Biene Maya sprichst? Okay. Hallo, ich bin Maya und das ist mein Freund Willi. Hast du da in die Biene Maya deinen eigenen Charakter mit eingebracht oder hast du da irgendwas vorgegeben bekommen? Also ich habe natürlich das Bild vorgegeben bekommen und was im Original dann so war, wie sie sich verhalten hat. Aber ich habe natürlich auch mich selbst da so mit eingebracht und auch meine Stimme so ein bisschen verändert. Ja. Und an dem Film haben ja auch berühmte Schauspieler wie Uwe Ochsenknecht mitgewirkt. Ja. Wie war das denn, mit so bekannten Schauspielern zusammenzuarbeiten? Ja, also ich habe die ja leider nicht gesehen, sondern nur bei der Premiere. Und ich fand das halt schon cool, weil ich das sonst noch nicht gemacht habe und die dann auch gar nicht kennengelernt habe, mit denen ich beim Film gearbeitet habe. Ja. Gut, zu der letzten Frage. Wie bist du denn überhaupt zu der Rolle gekommen? Also, ich wurde dazu angefragt von dem Regisseur und der hat mich halt gefragt, ob ich zum Casting kommen will und für die Biene Maya. Ja. Warst du glücklich darüber, dass du die Rolle bekommen hast? Ja, natürlich. Also ich habe mich super gefreut, weil das ja auch eine bekannte Rolle ist und ja. Gut, das war's dann auch schon mit meinen Fragen. Okay. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, kein Problem. Danke. Gut, mir sind da jetzt doch noch ein paar Fragen eingefallen. Okay. Weil du hast ja gesagt, machst das jetzt schon seit 5 Jahren. Was war denn so deine erste Rolle und wie bist du denn überhaupt wirklich auf diese erste Rolle gekommen? Also ich bin dazu gekommen durch meine Klavierlehrerin. Ich habe 6 Jahre lang Klavier gespielt und deren Tochter hat es mal hauptberuflich gemacht. Jetzt macht sie es nur noch so halb und sie hat mich dann mal gefragt, ob ich auch mal dahin gehen möchte und dann habe ich das gemacht und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass mich dann Leute angefragt haben und mich dann für eine Rolle haben wollten. Was war denn deine erste Rolle? Ah, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das war auf jeden Fall irgendein Film, also den ich mir nicht selber angucken durfte, weil der nicht für meine Altersklasse war. Und das fand ich früher immer schade, weil dann alle Filme, die ich synchronisiert habe, ich mir selbst nicht angucken konnte. Ja, bei so viel Erfahrung, denkst du, du hast dich in den letzten Jahren so in deinem Hauptgebiet verbessert? Ja, ich denke schon. Ja. Und planst du in Zukunft das auch weiterzumachen? Ja, also natürlich will ich es weitermachen, weil es macht mir auch totalen Spaß. Und ich mag auch die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite. Deswegen habe ich auch noch vor, das weiterhin zu machen. Also siehst du es in Erwägung, das nach der Schule sozusagen hauptberuflich zu machen? Also ja, und ich würde auch gerne mal vor die Kamera gehen, also als Schauspielerin und ja. Gut, danke. Tschüss, das war's. Tschüss.